Gerasimenko gegen Gosi, das haben wir gehabt, auch in der Rückrunde der letzten Saison. Das ist in Hausen vor allen Dingen nach dem Abgang von Hugo Calderano. Und es geht gleich wunderbar los mit ganz viel Gefühl. Schöne Rückhand aus der Halbdistanz von Gerasimenko, aber wunderbar reingelegt, bisschen abgestochen sogar hier. Schön gemacht. Bin gespannt, ob wir da noch einige spektakuläre Bälle sehen werden. Interessant, da mal zuzugucken. Erfolgreich. Für Werder Bremen spielt eine Bilanz von 13:8. Wichtigen Einzelsiegen. Ja, und Gerasimenko. Kriegt jetzt hier den langen Aufschlag und Simon Gosi klaut sich diesen ersten Satz. Also nicht diesen Rückhandflip, wie wir ihn sonst kennen. Stark gespielt. Gerasimenko will am Ende da noch die Kirsche obendrauf legen auf die Torte, das klappt nicht ganz, aber hier im Bild gar nicht mehr zu sehen, dieser Abwehrball. Und ich hatte es angekündigt, dass da viel Potenzial schlummert bei den beiden, weil die dafür bekannt sind, eben auch mal einen Ball anders zu spielen. Unglaubliche Rückhand. Total explosiv. Ist momentan der Kante noch. Das ist wirklich gut. So, schnelle 2. Feuer wird Antizipation, macht er richtig stark. Gosi ist sehr aggressiv, sehr dominant irgendwie.
finde das trotzdem beeindruckend. Das ist auch ein oben. Also wieder dieser Rücken. Ja, da kommt. Das ist es dann gewesen. Simon Gauzy gewinnt vielleicht etwas überraschend deutlich gegen Gerasimenko. Damit Ochsenhausen.